Benedikt Höwedes. Ja. Sind Sie ganz froh, dass Sie in die Halle durften und nicht wie der Trainer auf dem Platz Schnee schippen mussten? Ach ne, ich hätte mich auch gefreut, im Schnee zu trainieren, aber die Wetterungsbedingungen haben es leider nicht zugelassen. Von daher haben wir heute eine intensive Krafteinheit in der Halle gemacht. Die Halle ist recht klein, mit allem Mann da drin war ein bisschen eng, oder? Ach, das machen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal, von daher sind wir da schon geübt. Natürlich muss man da ein bisschen enger zusammenrücken, aber das ist ja genau richtig gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt vor dem Spiel gegen Freiburg, Sie haben die letzten Spiele nicht so erfolgreich bestritten, wie man es sicherlich haben wollte. Ist das ein bisschen ungünstig, dass genau jetzt in dieser Woche Sie nicht draußen auf dem Platz stehen konnten? Ich glaube, viel wichtiger war es für uns, mal eine Woche Ruhe zu haben, wo wir nicht unter der Woche ein Spiel spielen mussten und uns jetzt konzentriert auf Freiburg konzentrieren können oder vorbereiten können. Und von daher war das ganz gut. Und natürlich hätten wir gerne heute eine Einheit auf dem Platz gehabt, aber ich glaube, die Krafteinheit war auch ganz, ganz gut. Wie sehr wurmt Sie das, dass nach den letzten Ergebnissen dann doch ja schon von Krise gesprochen wird auf Schalke, wo man eigentlich noch mit Platz 5 und direkter ja, Tuchfühlung zu den ersten Plätzen noch eigentlich ganz gut dabei ist? Krise ist immer so ein Wort, was ich eher ungern benutze, aber natürlich gebe ich Ihnen recht, wenn wir natürlich nicht zufrieden sein können mit den Ergebnissen, die wir erbracht haben und auch mit den Leistungen nicht. Von daher brauchen wir jetzt schon eine sehr engagierte Leistung am Wochenende. Wir müssen doch auch den Fans hier ein bisschen wieder zeigen, dass wir auch nach oben hin gehören und dass wir die Qualität dazu haben. Und die Wahrheit liegt immer, wie man so schön sagt, auf dem Platz und die müssen wir einfach bringen am Wochenende. Sie werden in den nächsten Spielen auf den Mannschaftskollegen Jermaine Jones wahrscheinlich verzichten müssen. Da ist eine 4-Spiele-Sperre im Gespräch. Ich habe das Foul jetzt nicht sehen können, Sie aber auf dem Platz bestimmt mehr. Ist das einfach nur, weil er schon ja, so ein bisschen vorbestraft oder vorbelastet ist? Oder finden Sie diese Strafe vollkommen ungerechtfertigt? Gut, der Schiedsrichter hat entschieden, dass es eine rote Karte gibt. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Aus meiner Sicht kommt er natürlich mit Anlauf, aber trifft den Gegner jetzt aus meiner Perspektive nicht großartig. Von daher war es vielleicht oder ist es vielleicht, glaube ich, ein bisschen überzogen, wenn man 4 Spiele Sperre gibt. Aber ich glaube auch, dass Schalke da schon Widerspruch eingelegt hat und gucken wir mal, was letzten Endes bei rauskommt. Die Kollegen? Benni, es war jetzt bei den letzten Auftritten, wenn das ging so sukzessive so ein bisschen bergab auch. Der Manager hat beim letzten Mal sogar die Leidenschaft so ein bisschen angeprangert oder hat gesagt, er hat die so ein bisschen vermisst. Dann hat Cyprian Marika am Sonntag gesagt, ja, vielleicht hat er nicht mit so viel Herz gespielt. Ja, woher kommt das, dass man das Gefühl hat, dass da so vielleicht auch, ich will nicht sagen Lethargie, aber man sieht auch auf den Trainerbänken oder so, da passiert im Moment nicht so viel, auch während des Spiels gegen Stuttgart. Da ist irgendwie so nicht so der Zug dahinter. Wie erklären Sie sich das? Schwierig zu erklären. Ich glaube natürlich, dass wir alle so eine schwierige Phase gerade überwinden müssen und es ist manchmal nicht ganz einfach, wenn man erstmal so ein bisschen in einer schwierigen Phase steckt, da problemlos wieder rauszukommen. Von daher müssen wir, es ist einfach der Appell an alle Spieler, an alle Trainer, an das ganze Umfeld hier, dass wir alle an einem Strang ziehen und da auch versuchen, gemeinsam rauszukommen, weil es ist einfach Fakt, dass man nur als Mannschaft gemeinsam da rauskommt und wenn jeder einzeln Brötchen backt, dann gewinnt man da keinen Blumentopf mehr. Was sagen Sie den Kritikern, die so im Umfeld, ich meine, ich höre das auch immer mal wieder, dass es dann heißt, naja, da ist irgendwie, stimmt es nicht zwischen Mannschaft und Trainer. Man hört irgendwie, die haben keine Lust mehr mit dem zu trainieren, solche Dinge, das geistert da so rum. Was entgegnen Sie den Kritikern, die sagen, da ist alles zerrüttet auf Schalke? Ach, wir beschäftigen uns damit eigentlich nicht. Da sollen die Kritiker spekulieren, was sie möchten. Wir in der Mannschaft wissen, was Sache ist und wir wollen jetzt einfach am Wochenende einen wichtigen Dreier einfahren und eine konzentrierte und engagierte Leistung auf den Platz bringen und alles andere beschäftigt mich jetzt eigentlich gar nicht großartig. Würde es Sie beruhigen oder glauben Sie, dass es die Situation beruhigen würde, wenn vielleicht so ein Bekenntnis irgendwie mal käme nach dem Motto, der Hüb Stevens erfüllt hier seinen Vertrag? Weiß ich nicht, ob das Ruhe reinbringen würde hier in die Sache, aber Fakt ist auch, dass das Aufgabe des Managers ist und auch das sind eigentlich Themen, die jetzt nicht großartig die Mannschaft belasten zurzeit. Was belastet Sie denn? Also es ist manchmal schwierig zu erklären. Natürlich haben wir alle eine sehr intensive Hinrunde gespielt, wo wir wirklich über 2,5 Monate alle 3 Tage spielen mussten. Und das lässt natürlich auch ein bisschen Kräfte, ist ja gar keine Frage. Und
Es sind, glaube ich, mehrere Faktoren, die da einfach so ein bisschen zusammenspielen. Aber was ich vorhin schon erwähnt habe, ist wichtig, dass wir jetzt da einfach auch offene Worte finden und innerhalb der Mannschaft. Und dass wir letzten Endes alle an einem Strang ziehen, und das ist das Wichtigste. Kann da so eine Weihnachtsfeier auch helfen, jetzt diese Woche irgendwie, dass alle nochmal zusammen so was Lockeres hatten? Ich glaube, das ist auch, das sind so Maßnahmen, die, glaube ich, ganz hilfreich sind, damit man auch noch ein bisschen weiter zusammenschweißt, ja. Mhm. Haben Sie so ein bisschen Respekt vor der Situation? Das heißt ja überall schon, wenn wir jetzt die nächsten beiden Spiele verlieren, dann? Ich habe, glaube ich, so viele Krisen, mögliche Krisen schon auf Schalke miterlebt, dass mir da jetzt auch nicht Angst und Bange wird. Von daher, gelassen ist vielleicht auch ein anderes Wort, weil wir wissen schon um die Bedeutung der jetzigen Phase und wissen auch, dass wir wirklich ein gutes Spiel machen müssen am Wochenende gegen Freiburg. Von daher sind wir, glaube ich, alle sehr konzentriert. Ja?